TESDAF, Modellsatz 03. Prüfungsteil, mündlicher Ausdruck. Bevor wir mit der Prüfung beginnen, überprüfen Sie bitte Folgendes. Ist Ihr Aufnahmegerät bereit? Funktioniert das Mikrofon? Wenn es Schwierigkeiten gibt, bitte melden Sie sich. Bitte drücken Sie nun die Aufnahmetaste Ihres Kassettenrekorders, wenn dies nicht automatisch geschieht, oder starten Sie die Aufnahme per Mausklick auf Ihrem Computerbildschirm. Wenn es Schwierigkeiten gibt, bitte melden Sie sich. Bevor wir mit der Prüfung beginnen, benötige ich allgemeine Informationen von Ihnen. Sie hören nun einen Signalton. Bitte nennen Sie nach dem Signalton Ihre Teilnehmernummer. Nach dem nächsten Signalton nennen Sie bitte das heutige Datum. Danke. Bitte nehmen Sie nun das Aufgabenheft zur Hand und lesen Sie die allgemeinen Anweisungen auf Seite 3. Ich lese sie Ihnen vor. Im Prüfungsteil mündlicher Ausdruck sollen Sie zeigen, wie gut Sie Deutsch sprechen. Dieser Teil besteht aus insgesamt 7 Aufgaben, in denen Ihnen unterschiedliche Situationen aus dem Universitätsleben vorgestellt werden. Sie sollen sich zum Beispiel informieren, Auskunft geben oder Ihre Meinung sagen. Jede Aufgabe besteht aus 2 Teilen. Im ersten Teil wird die Situation beschrieben, in der Sie sich befinden, und es wird gesagt, was Sie tun sollen. Danach haben Sie Zeit, sich darauf vorzubereiten, was Sie sagen möchten. Im zweiten Teil der Aufgabe spricht Ihr Gesprächspartner oder Ihre Gesprächspartnerin. Bitte hören Sie gut zu und antworten Sie dann. Zu jeder Aufgabe gibt es 2 Zeitangaben. Es gibt eine Vorbereitungszeit und eine Sprechzeit. Die Vorbereitungszeit gibt Ihnen Zeit zum Nachdenken, zum Beispiel eine halbe Minute, eine ganze Minute bis zu 3 Minuten. In dieser Zeit können Sie sich in Ihrem Aufgabenheft Notizen machen. Nach der Vorbereitungszeit hören Sie Ihren Gesprächspartner oder Ihre Gesprächspartnerin, danach sollen Sie sprechen. Dafür haben Sie je nach Aufgabe zwischen einer halben Minute und 2 Minuten Zeit. Es ist wichtig, dass Sie die Aufgabenstellung berücksichtigen und auf das Thema eingehen. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, sagen Sie, was Sie zum Thema denken. Bewertet wird nicht, welche Meinung Sie dazu haben, sondern wie Sie Ihre Gedanken formulieren. Die Angabe der Sprechzeit bedeutet nicht, dass Sie so lange sprechen müssen. Sagen Sie, was Sie sich überlegt haben. Hören Sie ruhig auf, wenn Sie meinen, dass Sie genug gesagt haben. Wenn die vorgesehene Zeit für Ihre Antwort nicht reicht, dann ist das kein Problem. Für die Bewertung Ihrer Antwort ist es nicht wichtig, ob Sie Ihren Satz ganz fertig gesprochen haben. Es ist aber auch nicht notwendig, dass Sie nach dem Signalton sofort aufhören zu sprechen. Ihre Antworten werden aufgenommen. Bitte sprechen Sie deshalb laut und deutlich. Vielen Dank. Wir beginnen nun mit dem Prüfungsteil mündlicher Ausdruck. Bitte schlagen Sie die Seite 5 des Aufgabenheftes auf. In der ersten Aufgabe sollen Sie Informationen erfragen. Ich lese Ihnen die Aufgabe vor, Sie lesen sie bitte mit. Danach haben Sie eine halbe Minute Zeit zum Überlegen. Anschließend hören Sie Ihren Gesprächspartner bzw. Ihre Gesprächspartnerin. Dann sprechen Sie. Bei dieser Aufgabe haben Sie eine halbe Minute Zeit zum Sprechen. Ein Signalton zeigt Ihnen an, dass Sie noch 5 Sekunden Antwortzeit haben. Sprechen Sie dann in Ruhe Ihren Satz zu Ende. Danach folgt dann die nächste Aufgabe. Aufgabe 1. Sie müssen von München nach Berlin umziehen und benötigen dafür einen Umzugswagen. Deshalb rufen Sie bei einer Umzugsfirma an. Stellen Sie sich vor. Sagen Sie, warum Sie anrufen. Fragen Sie nach Einzelheiten.
Freidorf und Co., mein Name ist Schneider. Was kann ich für Sie tun? Bitte schlagen Sie die Seite 7 auf. Wir kommen nun zu Aufgabe 2. In dieser Aufgabe sollen Sie über Ihr Heimatland berichten. Bitte lesen Sie die Aufgabe 2. Ich lese sie Ihnen vor. Für diese Aufgabe haben Sie 1 Minute Zeit zum Überlegen und 1 Minute Zeit zum Sprechen. Aufgabe 2. Ihr Kommilitone Markus erzählt Ihnen, dass er bei seiner Tante zum Abendessen eingeladen ist und für Sie noch Blumen kaufen möchte. Er fragt Sie, was man in Ihrem Heimatland macht, wenn man zum Beispiel zum Essen eingeladen ist. Erzählen Sie Markus, was man macht, wenn man bei jemandem eingeladen ist. Welche Geschenke man zu welcher Gelegenheit mitbringt. Sag mal, wie ist das denn so bei euch, wenn man eingeladen wird? Schlagen Sie nun die Seiten 8 und 9 auf. Wir kommen nun zu einer Aufgabe, in der Sie eine Grafik beschreiben sollen. Sie finden die Aufgabe 3 auf der rechten Seite, links sehen Sie die Abbildung. Bitte lesen Sie die Aufgabe 3. Ich lese sie Ihnen vor. Für diese Aufgabe haben Sie 1 Minute Zeit zum Überlegen und 1 Minute und eine halbe Zeit zum Sprechen. Aufgabe 3. In Ihrem Landeskundeseminar sprechen Sie heute über verschiedene Formen familiären Zusammenlebens in Deutschland. Ihr Seminarleiter, Herr Gerkhausen, hat eine Grafik mitgebracht, die einige Familientypen mit Kindern zeigt. Herr Gerkhausen bittet Sie, diese Grafik zu beschreiben. Erklären Sie Ihren Mitstudenten den Aufbau der Grafik. Fassen Sie dann die Informationen der Grafik zusammen.
Ja, wären Sie so freundlich, uns die Grafik zu beschreiben. Schlagen Sie nun die Seite 11 auf. Wir kommen nun zu einer Aufgabe, in der Sie Stellung nehmen sollen. Bitte lesen Sie die Aufgabe 4. Ich lese sie Ihnen vor. Bei dieser Aufgabe haben Sie 3 Minuten Zeit zum Überlegen und 2 Minuten Zeit zum Sprechen. Aufgabe 4. Auf einer Informationsveranstaltung im Pädagogikinstitut Ihrer deutschen Hochschule sprechen Sie über die Schulsysteme in verschiedenen Ländern. Ihr Kommilitone David aus den USA berichtet über das Homeschooling-System, in dem Eltern ihre Kinder zu Hause unterrichten dürfen. In Deutschland ist es nicht erlaubt, denn hier müssen alle Schüler zum Unterricht in eine Schule gehen. Sie möchten sich zu diesem Thema äußern. Die Gesprächsleiterin, Frau Dr. Ammer, fragt Sie nach Ihrer Meinung. Nehmen Sie Stellung zu der Möglichkeit, die eigenen Kinder zu Hause zu unterrichten. Diskutieren Sie die Vorteile und Nachteile dieser Möglichkeit. Begründen Sie Ihre Meinung.
Was halten Sie denn von einem solchen Homeschooling-System? Schlagen Sie nun die Seite 13 auf. In der Aufgabe 5 sollen Sie eine von zwei Alternativen auswählen und sagen, warum Sie diese wählen. Bitte lesen Sie die Aufgabe 5. Ich lese sie Ihnen vor. Für diese Aufgabe haben Sie 2 Minuten Zeit zum Überlegen und 1 Minute und eine halbe Zeit zum Sprechen. Aufgabe 5. Ihr Freund Jan will sich unbedingt das Rauchen abgewöhnen. Er überlegt, ob er es alleine versuchen soll oder zusammen mit anderen in einem Kurs nie mehr rauchen. Der Kurs kostet allerdings 200 Euro. Jan bittet Sie um Ihren Rat. Sagen Sie Jan, wozu Sie ihm raten würden. Wägen Sie die Vorteile und Nachteile der beiden Möglichkeiten ab. Begründen Sie Ihre Meinung.
Sag mal, soll ich das alleine probieren oder lieber den Kurs besuchen? Schlagen Sie nun die Seite 15 auf. Wir kommen nun zu einer Aufgabe, in der Sie ein Thema diskutieren sollen. Dabei sollen Sie die Daten einer Grafik verwenden. Sie finden die Aufgabe 6 auf der rechten Seite. Links sehen Sie die Abbildung. Bitte lesen Sie die Aufgabe 6. Ich lese sie Ihnen vor. Für diese Aufgabe haben Sie 3 Minuten Zeit zum Überlegen und 2 Minuten Zeit zum Sprechen. Aufgabe 6. In Ihrem Soziologie-Seminar zu Folgen technischer Entwicklungen geht es heute um das weltweit zunehmende Verkehrsaufkommen. Herr Dr. Tröger, Ihr Dozent, hat dazu eine Grafik verteilt, aus der die wachsende Zahl an Fahrzeugen, Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge hervorgeht. Herr Dr. Tröger bittet Sie, Ihre Überlegungen zu Gründen für diese Entwicklung und mögliche Folgen vorzutragen. Nennen Sie Gründe für die veränderte Anzahl von Pkw und Nutzfahrzeugen. Stellen Sie mögliche Auswirkungen dieser Entwicklung dar. Verwenden Sie dabei die Informationen aus der Grafik.
Welche Entwicklung beschreibt diese Grafik und was können Sie zu den möglichen Ursachen und Folgen dieser Entwicklung sagen? Schlagen Sie nun die Seite 17 auf. In der Aufgabe 7 sollen Sie zu einem Vorschlag Ihre Meinung sagen. Bitte lesen Sie die Aufgabe 7. Ich lese sie Ihnen vor. Bei dieser Aufgabe haben Sie 1 Minute und eine halbe Zeit zum Überlegen und 1 Minute und eine halbe Zeit zum Sprechen. Aufgabe 7. Ihre Freundin Maria fährt in den Semesterferien 3 Monate in ihrer Heimat. Sie könnte ihr Zimmer für diese Zeit an eine andere Studentin vermieten und so die Miete sparen. Dafür müsste sie aber all ihre persönlichen Sachen aus ihrem Zimmer räumen. Sie überlegt, ob sie das machen soll. Sagen Sie Maria, ob Sie unter diesen Bedingungen das Zimmer weitervermieten würden. Begründen Sie Ihre Meinung. Sag mal, soll ich das machen, mein Zimmer weitervermieten?
Dies war die letzte Aufgabe. Vielen Dank. Ende des Prüfungsteils: Mündlicher Ausdruck.